Hallihallo und willkommen zu einem neuen Teil meiner Reihe für theoretische Informatik. Dieses Mal geht es um das Lambda-Kalkül. Ja, was ist das Lambda-Kalkül? Also das ist eine Möglichkeit, funktionale Programme, also wie zum Beispiel Haskell, zu beschreiben und ja, das Ganze dann möglichst abstrakt darzustellen. Also absolut abstrakt, um genau zu sein. Und ja, dadurch hat man dann kann man das dann etwas besser analysieren und kann dann eben später auch solche Sachen machen, wie entscheiden, was für Typen man hat. Denn ihr wisst ja noch, in Haskell muss man nicht unbedingt, man kann zwar, man muss aber nicht Typen für Funktionen selbst angeben. Also ihr wisst vielleicht auch von anderen Sprachen her, JavaScript oder was fällt mir noch so ein, Autoit ist was ich mal eine Weile programmiert habe, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber JavaScript kennen glaube ich die meisten. Da muss man nicht unbedingt angeben, was für ein Typ eine Variable hat. Das heißt, man schreibt eigentlich einfach hin, Variable x gleich 42, dann ist es vom Typ Integer, wenn man die 42 in Anführungsstriche setzt, dann ist es schon automatisch ein String. Ja, und dann hat man teilweise auch die Möglichkeit, dass Variablen mehrere Typen haben. Also zum Beispiel 42 könnte jetzt ein Float sein, denn es könnte ja 42,0 sein. Oder aber es könnte einfach nur ein Integer sein. Und ja, für solche Möglichkeiten braucht man dann eine Typinferenz und eine Typanalyse und Typ was weiß ich was. Und dazu benutzt man das Lambda-Kalkül. Außerdem werdet ihr es wahrscheinlich, wenn ihr Informatik studiert, in irgendeiner Klausur früher oder später mal benutzen und brauchen. So, jetzt habe ich aber erstmal genug gelabert, jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze funktioniert. Also, im Lambda-Kalkül gibt es drei Möglichkeiten, drei Arten, was man haben kann. Mehr gibt es tatsächlich wirklich gar nicht. Es gibt Variablen, da schreibt man dann einfach sowas hin wie x oder y oder sowas. Dann gibt es Funktionen. Also, das könnt ihr euch so vorstellen wie mathematische Funktionen wie f von x. Oder aber irgendwelche anderen Funktionsaufrufe wie Fakultät, also die kennt ihr vielleicht noch aus Java, Fakultät von n oder sowas. Und die schreiben sich dann nicht mit x oder y, sondern die schreiben sich eben mit diesem Lambda. Das dürfte das Lambda sein, genau. Lambda x.t. So, das ist eine anonyme Funktion. Ja? Hier steht quasi eigentlich bloß f von x gleich t. Also wir kriegen den Parameter x und wir, ich mache hier mal ein bisschen Platz rein. Wir kriegen hier den Parameter x in der Funktion. Die Funktion selbst hat keinen Namen, also die kriegen auch niemals Namen. Und dieses x wird in t eingesetzt. Ein t kann dann aber wiederum wirklich ein beliebiger Ausdruck sein und x ist auch vollkommen beliebig. Also x ist jeder beliebige Lambda-Ausdruck eigentlich auch gemeint. Also wenn ich jetzt hier Lambda y. Was weiß ich was reinstecken würde, dann wäre das genauso gültig. Also da darf man wirklich alles reinstopfen in diese Funktion. Da sind wir nicht irgendwie gebunden, wie jetzt zum Beispiel bei unserer Funktion in Java. Wenn wir einen Integer verlangen, dann sind wir tatsächlich festgelegt. Hier darf ich Funktionen reinstecken, ich darf Funktionen von Funktionen reinstecken, ich darf auch einfach nur irgendwelche Variablen reinstecken, Bools, keine Ahnung was, ich darf alles reinstopfen, was ich möchte. Und t kann selber natürlich auch wieder ein Lambda-Ausdruck sein, also in t sollte dann früher oder später, ups, das war das Falsche, das ist Lambda, aber es sieht irgendwie anders aus, seltsam. Hier sollte früher oder später dann mal was passieren, also mit diesem x natürlich, hier sagen wir mal, wir sagen einfach nur mal f von x gleich x. Dann hätten wir hier stehen Lambda x.x. Ja, was das macht, ist, es nimmt einfach x und schreibt x hin. Also wenn wir dann das Ganze aufrufen, dann steht da am Schluss einfach diese Zahl. Ja, und wie rufen wir das Ganze auf? Das machen wir mit einer Funktionsanwendung. So, ja, da haben wir dann erstmal den Term. Und danach haben wir einen zweiten Term. Da sollte ich vielleicht auf die Formeln umsteigen, dass man das auch auseinanderhalten kann, weil t und die t's dürfen, müssen nicht unbedingt dasselbe sein. So, also das sieht dann so aus, t1, t2. So, mehr ist es tatsächlich nicht. Es sieht wirklich nur so aus. Da kommt keine Klammer oder sowas, also nativ kommt da keine Klammer drum. Wir können Klammern setzen, wenn wir wollen, aber selbst dann wäre das Ganze hier, ups, so geklammert.
Ja, nein, nicht ganz. So, so wäre es geklammert. Das heißt, da steht einfach nur Term und hinten dran steht noch ein Term. Ich mache jetzt mal ein Beispiel dafür, dass ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns eine Funktion, was möglichst einfach ist. Also sage ich jetzt einfach mal Quadriere. Und das darf ich dann sogar als Lambda-Term hinschreiben. Ich kann den Lambda-Term ja durch irgendwas anderes ersetzen. Also sage ich einfach mal Lambda. Lambda x Punkt x mal x. Ups. Nein. Na, was ist denn los? Irgendwie weiß gerade nicht, wie ich will. Jetzt. So. Und ja, jetzt haben wir hier Lambda x Punkt x. Das ist jetzt Quadriere. Quadriere selbst nimmt keine Variable, aber unser Lambda-Term nimmt die Variable x und deswegen steht hier eben dieses Lambda x Punkt. Ach, ich weiß, warum es anders aussieht. Das hier unten ist kein Kalibri mehr. So, ich finde das Lambda irgendwie schöner. Okay, und jetzt haben wir hier theoretisch eine Klammer um unseren Ausdruck drum. So, die können wir uns denken. Und jetzt sagen wir hier einfach Quadriere. Ja, Quadriere. Quadriere. Von, sagen wir mal, ja, sagen wir was Einfacheres, 2. Und was jetzt passiert ist, wir nehmen diesen Lambda-Ausdruck hier, stopfen den hier rein und sagen, um die 2 machen wir auch noch eine Klammer, theoretisch drum. Und dann nehmen wir das vorderste Lambda, das nennt sich dann auch schon Reduktion, da werde ich aber noch mehr dazu machen. Ich will euch jetzt einfach nur mal ein Beispiel bringen, wie Lambda-Terme aussehen können. Also, ja. Hier habe ich vorne eine Lambda-gebundene Variable, nämlich dieses x hier. Und die erste Variable, die hinten dran kommt, ist dann dieses x. Also das ist wie wenn ich jetzt sage, hier, das ist meine Funktion f und die nimmt einen Parameter Lambda und der steht hinten dran. So, jetzt kann ich das natürlich auch noch ein bisschen, also dann setze ich das Ganze hier ein. So, Lambda und dann, nicht Lambda, kein Lambda. Ich setze für das x einfach diese 2 ein. Also hier setze ich eine 2 ein und hier setze ich eine 2 ein und das Lambda fällt dann weg, weil ich die Variable übergeben bekommen habe. Und dann steht hier 2 mal 2 und das ist 4. Gut, jetzt kann ich das natürlich noch ein bisschen weiter treiben. Jetzt kann ich natürlich sagen, multipliziere. Und das alles sind wirklich Lambda-Terme. 2 ist übrigens dann auch ein Lambda-Term, weil 2 ist ja halt einfach ein Term. Also er ist nicht Lambda gebunden, das ist einfach eine feste Variable, wohingegen mit Lambda x ist es eine Funktion. Und jetzt habe ich hier eine Funktion, also multiplizieren tut man normalerweise zwei Zahlen. Und da kann ich dann natürlich zwei verschiedene Lambdas binden. Das heißt, ich habe hier ein Lambda x und ein Lambda y. Und jedes Mal schreibe ich Lambda x Punkt, Lambda y Punkt. Und dann sage ich x mal y. Sowas hier. Das wäre jetzt hier mein Lambda-Term zum Multiplizieren von zwei Zahlen. Ich kann das natürlich auch anders machen. Ich kann sagen, okay, also Funktionsanwendungen sind immer linksassoziativ. Das bedeutet, wir sind eigentlich, ja, ich zeige es euch einfach. Genau, und wenn ich jetzt hier eben dieses Multipliziere aufrufe, dann brauche ich hier erstmal zwei Variablen noch, also sowas wie 2, ja, 4 und 2 zum Beispiel. Und wenn ich jetzt diese 4 und diese 2 multiplizieren möchte, dann sieht es im Lambda-Term so aus. Ich, ja, okay, das ist gleich, nehme ich gleich mit. Gut. So, ich stopfe die da rein und fange an, von links reinzusetzen. Das meine ich mit links assoziativ. Das heißt, ich denke mir hier erstmal meine imaginären Klammern drumherum, beziehungsweise ich setze sie einfach, weil es für mich dann sinnvoller aussieht, muss ich euch ehrlich sagen. Und dann habe ich hier zwei Variablen, die ich irgendwie nehme. Jetzt kann ich hier natürlich auch weitere Lambda-Terme einsetzen. Also sowas wie, ach, schon wieder das Falsche. Jetzt Lambda z.z. Und ich hab schon wieder eine andere Schriftart. Was macht's denn? So, Lambda z.z. Und hier kann ich 4, nee, 2 einsetzen. Also wir wollten ja jetzt hier. Also ich könnte theoretisch, könnte ich hier auch einen Lambda-Ausdruck einsetzen. Das ist völlig egal. Aber das machen wir erst im nächsten Video. Ich will euch jetzt erst eigentlich mal zeigen, was man mit diesem Lambda-Kalkül machen kann. So,
Und dann nehme ich die linkste Variable, also das meine ich mit linksassoziativ, denn ich kann mir vorstellen, dass das Ganze hier so geklammert ist, ja. Also sage ich hier Lambda x Punkt Lambda y Punkt xy, das heißt, das hier ist mein x und das ist mein y. Und das heißt, ich setze da einfach ein 4 mal 2, was wiederum 8 ist. Aber das gehört eigentlich nicht mal ins Lambda-Kalkül dazu. Mal rechnen gehört nur in eine ja, vereinfachte Version vom Lambda-Kalkül eigentlich rein. So, jetzt können wir uns das schon so vorstellen, multipliziere erstmal mit 4 und dann mit 2. Das sind eigentlich zwei Funktionen, die hier aufgerufen werden. Und das bedeutet dieses Linksassoziativ, was ich euch gesagt habe, auch. Das heißt, erstmal wird der Parameter 4 reingesteckt und danach wird der Parameter 2 reingesteckt. Das heißt, wir fangen hier von links an aufzulösen. Wir sagen zuerst dieses Lambda x nimmt den ersten Parameter und dann dieses Lambda y nimmt den zweiten Parameter. Das heißt, am Anfang steht da eigentlich noch da, ich mache jetzt hier mal ein bisschen ausführlicher noch, Lambda y Punkt und dann nehmen wir schon diese 4 rein. Also für dieses x hier nehmen wir schon die 4 rein. Das Lambda y bleibt doch stehen. 4 mal x, was ja auch eine Funktion, y, Entschuldigung, was ja auch eine Funktion ist. 4 mal y ist auch eine Funktion, das ist eine lineare Funktion. Und dann habe ich hier immer noch Lambda y Punkt 2 stehen. Ja? Und dann erst setze ich für mein y die 2 ein. Gut, das wäre jetzt mal das erste zum Lambda-Kalkül. Also ihr kennt jetzt Variablen, sowas wie unser x und y, was wir hier unten hatten. Hier x und y. Funktionen, die wiederum von Parametern abhängig sind, aber die eigentlich keinen Namen haben. Die Namen können wir ihnen bloß zuweisen, wenn wir Lust dazu haben. Aber man macht es eigentlich, weil es sonst wirklich unlesbar wird. Und dann eben Funktionsanwendung. Da kann man dann ja, Variablen reinstopfen in Terme, aber auch Terme kann man reinstopfen. Also man kann da quasi einfach alles machen, was man möchte. Gut, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ansonsten guckt euch das Ganze einfach nochmal an. Und ja, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.